Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dyland. Wir befinden uns im, ja, Finish, würde ich sagen. Letzten Quest warten auf uns. Und, beziehungsweise nicht warten auf uns, sondern wir warten auf die Quest. Ich werde jetzt ein paar Steine kloppen, damit ich die auch verkaufen kann. Und dann gucken wir mal, wann der nächste Besuch kommt. Oh, Besuch. Sehr schön, genau den ich wollte. So, erstmal ein paar Larven kaufen. Nur für den Fall der Fälle. Hier sind die Krabbenscheren. Gerade pünktlich zum Dwee-Fest der Häuptung. Brrr, ich werde den Quido-Damen zeigen, dass ich keine Konkurrenz habe, wenn es um meine Kochkünste geht. Händler freigeschaltet. Errungenschaft. Ich habe im Moment keine Aufträge. Warum nicht? Dann kann ich ja wieder warten. So, ich habe mal Sonnenblumen gepflanzt und wir haben wieder ein weiteres Level up. Da können wir direkt mal schlafen gehen. Und dann gehen wir natürlich auf Kraft. Ich habe mal wieder Hunger. Immer wieder das Gleiche mit dir. So, und ich würde sagen, warten wir wieder. Du, Prinz des Nichts. Finde ich jetzt nicht so nett. Wir haben Besuch. Leider die Troller, die schon 50 Mal hier war. Naja. Hast du wenigstens einen neuen Auftrag für mich? Warum bist du überhaupt hier? Warum? Ja, na gut. Solange wir warten, würde ich sagen, werden wir einmal kurz für Regen sorgen. Huch. Regen. Ich meine Regen, nicht Meteoriten. Spiel. Das ist ein kleiner Unterschied. Na gut. Oh. Ja, jetzt kommst du plötzlich, ne? Naja. Wenigstens geht's jetzt mal voran hier. Ich warte ewig. Oh, Boom ist da. Boom ist da. Ich häng fest. Mist. Ich sehe, du hast ein paar Steine. Ja. Oh Gott, der ist schon weg, oder? Na klar. Hey, Yuki. Hi, Arko. Ist das Piratenschiff nicht ein bisschen gefährlich für dich? Ich liebe Risiko. Was macht ihr da, Gauner, Schurken? Oh. Nichts, Herr Goliath. Weißt du zufällig etwas über einen Schokoladenkuchen, der aus meiner Speisekammer verschwunden ist? Miau. Kleine Diebin. Arko, beschütze mich. Soll ich schon wieder gegen ihn kämpfen? Soll ich in den Frosch verwandeln? Hier. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Ihr kriegt einen Blitz ab. Ja, wie macht Feuer mehr Schaden? Auch wenn es eher so dunkle Magie ist. Du bist halt effektiver, ne? Okay, ich werde dieser Katze nichts antun. Miau. Du kannst wirklich gut plündern. Willst du für mich arbeiten? Miau. Nun, das ist nicht das erste Mal, dass ich ein Katzenkind adoptiere. Du hilfst mir bei einigen anstehenden Geschäften. Nicht weggehen. Ich wollte doch meine 1000 Steine loswerden. Egal. Wir können jetzt erstmal wieder hier reingehen, ne? Und gehen wir erstmal hier rein. So. Zack. Machen wir es hier mal ein bisschen hübsch. Und dann wollen wir hier mal ein paar Steine mitnehmen, ne? Ein paar Mal muss er noch kommen. Schon wieder am Verhungern. Essig Käse. Ja, zwei, dreimal muss er noch kommen, dann sind wir hier durch.
Aber gut. Solange wir warten bis auf den nächsten, machen wir mal den Regenzauber fertig. Den Meteoritenzauber brauchen wir nicht. Regenzauber ist schon was Feines, ja. Den kann man machen. So, dafür brauchen wir Hibiskus. 3 Stück. Das kriegen wir easy hin. Wir haben hier 3 Pflänzchen, die wir anpflanzen können. Nee, nicht zerstören. Nicht zerstören, Zero. So, 1, 2, 3. So, dann können wir die direkt mal gießen. Was ist denn hier los? Plötzlich kommen sie alle. Lass mich nochmal ganz kurz gießen. Kann ich mich drum kümmern, ja? Hauptsache, du verschwindest nicht. Ich brauche den Magier noch. So. Schon wieder Boom. Hä? Ich dachte, der ist mit beim Piraten. Wolltest du nicht Goliaths Besatzung beitreten? Ja, aber es war schrecklich. Piraten nutzen Katzenkinder aus. Ich musste Tag und Nacht die Decks schrubben. Das war vor 5 Minuten. Sie gaben mir nicht mal Süßigkeiten, nur Katzenfutter. So eine Gedankenlosigkeit. Aber ich bin geflohen und ich habe eine kleine Bezahlung verlangt. Diese Schatzkiste, sie sieht wertvoll aus, aber ich konnte sie noch nicht öffnen. Behalte sie als Dank für die Hilfe mit den Piraten. Ja. Die Frösche. So, ich brauche nichts von dir, ne? Ja, die Matsch kann man immer gebrauchen. Im ganzen Universum gibt es keinen sicheren Ort mehr. Was ist los, Herr Locke? Warum bist du so wütend? Ich wurde mitten auf einer Reise im Weltraum angegriffen. Ein Piratenangriff? Nein, es waren keine Piraten. Es war ein düsterer kleiner Kerl in einer Maske. Ah, der Bösewicht. Ich konnte mich nicht verteidigen, war überhaupt nicht vorbereitet. Er stahl ein paar Bücher aus der Bibliothek. Dann verschwand er, bevor ich reagieren konnte. Waren die Bücher wertvoll? Es waren Weltraum... Atlanten, Koordinaten, Planetensysteme, Systeme, langweilige Bücher. Aber ich kann nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert. Ich mache einen Explosionstrank, damit ich ihn das nächste Mal fernhalten kann. Und du solltest auch einen brauen, als Vorsichtsmaßnahme. Hier ist die Liste der Zutaten. Ich bringe dir bei, wie man ihn herstellt, wenn du alle hast. Horn. Base. So, wir haben eine Schatzkiste und wir haben einen Schlüssel. Du hast neue Seiten der Geschichte der Prinz gefunden. Es war ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Von diesem Moment an begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen, die seinen Planeten besuchten, Ehrfurcht und Respekt verlangte, doch niemand glaubte ihm. Eine Seite habe ich gefunden. Das ist nicht dein Ernst. Oh. In der dritten Nacht bedeckte ein Schatten den ganzen Himmel. Der Junge fühlte sich einsam und allein und hatte große Angst. Okay. Den Zusammenhang will ich noch erfahren. Aber gut. Wir wollten uns um Regenzauber kümmern. Wie die Frösche immer noch am Start hat. Gut, das Horn kriegen wir höchstwahrscheinlich durch Gegner, die hier auftauchen. Wo ist mein Altar? Ach, gar nicht, brauche ich gar nicht. Ich wollte ja die Pflanzen mitnehmen. So, Pflänzchen, Pflänzchen, Pflänzchen. Und dann packen wir die hier als neue Dekoration hinein. Da habe ich alles natürlich im Vorfeld geplant. Wo ist der Altar? Tschüss. So.
Kristall, rufe den Regen, bringe dein Wasser und benetze alle Lebensformen auf meinem Planeten. So, jetzt muss es nur noch öfters regnen. Da bin ich glücklich. Aber es passiert anscheinend nichts. Ja gut, dann hat das Wartespiel wieder angefangen. Ich brauche überhaupt keinen Stein mehr, ne? Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Komm, gib mir die Hörner. Gib mir das Hörner. Das sind zwei Feinde. Egal. Was bist du denn? Hältst auf jeden Fall nicht viel aus. Und gibst mir Hörner wahrscheinlich, ne? Kristall? Will deine Hörner haben? Ey! Weg! Von meinen Pflänzchen! Ja, das wäre jetzt unbefriedigend. Keine Hörner für den Zero. Besuch vom Koch, Freunde. So. Schon wieder? Hey, Boom, ich habe gesehen, wie du Essen geklaut hast. Es ist kein Essen, ich suche nach Medikamenten. Ich habe ein paar schlecht gewordene Krabbenscheren aus der Speisekammer des Quido gegessen. Das hast du davon, wenn du Essen hier und da mitnimmst. Ah, mein Bauch tut weh. Kannst du mir ein Gegenmittel holen? Keine Sorge, Yuki, ich helfe dir. Ich habe Gegenmittel hier, bitteschön. Nimm das Gegenmittel, dann geht es dir besser. Gluck, gluck, gluck. Vielen Dank, ich fühle mich schon viel besser. Nimm die Süßigkeiten, ich will jetzt nichts Süßes mehr essen. Ein Lollipop, den ich immer gegeben habe. Toll. Du hast wieder deine üblichen Hautfarbe. Wie war das Dwefest? Oh, was das angeht, ein gewisser junger Mann gab mir Krabbenscheren, die nicht mehr gut waren. Und Haut der Quidodamen hat sich blau gefärbt, wegen der Verdauungsstörung, die sie von dem Gericht bekommen haben. Das tut mir so leid. Keine Sorge, nächstes Jahr habe ich wieder die Gelegenheit, sie zu überraschen. Ich habe dir Salatsamen mitgebracht. Ich muss eine Blattsalat-Diät machen, nachdem ich so viel gegessen habe. Könntest du ein paar für mich anpflanzen? Brr, ich bin zu satt, um zu arbeiten. Ich hab schon cool. Vielen Dank für den Salat. Brr. Ich werde dich mit dem Essen belohnen, das ich noch in der Speisekammer habe. Brot. Goliath ist ein nimmersatter Pirat. Er lässt mich nie in Ruhe. Ich brauche Urlaub. Brr, etwas Zeit am Strand und Entspannung auf meinem Planeten. Kannst du dich um den Piraten kümmern? Ich gebe dir das Rezept für seine Lieblingsspeise. Aber du musst die Zutaten dafür selbst besorgen. Okay, keine Sorge, ich kümmere mich darum, während du dich ausruhst. Hier ist das Rezept. Ich habe es am Rand auf ein paar alten Seiten notiert. Das sind Seiten aus einer Geschichte. Du kannst sie behalten. Schlemmergericht. Neue Seiten vom Prinz. Okay. Neue Seiten vom Prinz. The Prince. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Von diesem Moment an begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen, die seinen Planeten besuchten, Ehrfurcht und Respekt verlangte. Doch niemand glaubte ihm. Leere Seite. Warte auf meine Ankunft. Das Rezept. In der dritten Nacht bedeckte ein Schatten den ganzen Himmel. Der Junge fühlte sich einsam und allein und hatte große Angst. Das wird wahrscheinlich dieser andere Typ sein, ne? Nehme ich mal stark an. So, und jetzt müssen wir mal wieder auf den Piraten warten. So, zack. Vielleicht kommt er ja auch sofort, wer weiß.
Sieh mal an, wer jetzt endlich mal kommt. Ja, ja. So. Er hat mir schon mal die Steine weggenommen. Sehr schön. Von dir brauche ich nichts. Arko, ich habe Hunger und schlechte Laune. Bram sagte mir, ich solle zu deinem Planeten kommen, um zu essen. Ich hoffe für dich, dass es fertig ist. Hier ist es. Oh, ich habe vergessen, die Steine zu verkaufen. Dieser schmierige Gudu hat sein Geschäft in gute Hände gelegt. Okay, verkaufen wir erstmal unsere Steine. So, 100 Steine behalte ich, Rest verkaufe ich. Ich habe im Moment keine Aufträge. Ja, super. Danke für nichts, Bro. Aber gut, dann sind wir mit dem durch. Solange wir warten, bis neue kommen, werde ich ein bisschen, ja, unseren Planeten pimpen, ein bisschen verbessern, ein bisschen verschönern. Und wir beginnen damit, dass ich das hier einsammle. Jetzt werde ich natürlich alles offscreen machen. Ich warte jetzt nur, bis er weg ist, damit wir hier rein können. Du sollst das nicht zerstören. Und dann zeige ich euch nämlich das Resultat. Ich meine, es wird ein bisschen dauern, deswegen, weil ich möchte jetzt keine 10 Folgen lang den Planeten verschönern. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen werde ich das gleich aufs Screen machen. Aber wir gehen nur ganz kurz rein und beseitigen die Steine. Das finde ich wichtig, dass ich das noch zeige. So, und weg ist er. Und dann können wir gucken, wie oft er ungefähr noch kommen muss. So. Okay. Eigentlich einmal, ne? Einmal muss er noch kommen, dann haben wir das hier geschafft. Die Katze ist abgeschlossen. Fliegenpilz. Ah, ich habe einen Fliegenpilz verbraucht. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Hörner müssen wir auch noch bekommen, ne? Die Hörner müssen wir auch noch bekommen. Feinde. Gucken wir mal, was hier angekrochen kommt. Pilzchen. Wo ist denn der Feind? Da hinten. Komm schon, gib mir Hörner. Der muss mir doch Hörner geben. Das soll er nicht erzählen. Ja. Einhorn! Das letzte Einhorn. Oh, wie viel Hörner brauchen wir denn? Gucken wir mal. Ach ne, ich brauche ja hier, ne? 3. Ach du Scheiße. Also wird das nichts. Naja. Oh, ich bin hungrig. Und wir haben Besuch. Ich hoffe, du hast einen Auftrag für mich, Kleines. Schnell, Prinz! Hä? Prinz? Woher weißt du das, Yuki? Was ist los? Und Moon? Warum hast du ihr Schiff? Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärung. Die Pinkhaarige ist in Gefahr. Bereite dich auf eine große Herausforderung vor und steige in Moons Schiff. Oh. Ja, Freunde. Was das für eine Herausforderung ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.